gut, prima. Hallo, wir haben uns jetzt hier heute in Beue getroffen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Mein Name ist Katharina Vogt und ich bin unter anderem Ergotherapeutin und habe hier ein paar Tiere, Pferde, Ziegen, Schweine. Ein Hund ist mit dabei. Die haben im Laufe der letzten 15 Jahre ein neues Zuhause hier gefunden und auch einen neuen Job, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und jetzt ist es so, dass wir mit all diesen Tieren eine neue Bleibe suchen. Also besondere Begabungen hat jeder von denen. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe mit 3 mein erstes Pony gekriegt. Das haben meine Eltern mit meiner Tante zusammen organisiert. Und irgendwann stand Pedro dann im Garten. Und dann kamen Tiffy und Fienchen dazu. Die haben vorher im Tierheim gelebt, in Vorwerk. Und das ist 13 Jahre her. Und irgendwie, das war nie der Plan, dass so viele Tiere hier wohnen, aber das hat sich irgendwie so ergeben. Und wo einer satt wird, werden 3 satt und dann ging das irgendwie so weiter. Und wir haben also Tiffy und Fienchen aus dem Tierheim, dann haben wir Texas und Molly, da wurde ein Reitschulbetrieb aufgelöst, die brauchten ein neues Heim. Und dann hat das Tierheim angerufen und hat gesagt, Frau Vogt, Sie haben doch damals gesagt, wenn mal Not am Mann ist, können wir uns melden. So, und dann waren Texas und Molly da, die waren so ein bisschen verwahrlost und ein bisschen runtergekommen, haben sich aber gut berappelt. Ja, und so ging das irgendwie so weiter. Dann haben wir von einer Tierschutzorganisation mal einen Pony aufgenommen, die eigentlich nur ein paar schöne Wochen hier haben sollte. Die war schon über 40 und dann ist sie, letztes Jahr mussten wir sie einschläfern lassen, weil sie gestürzt war und sich von dem Sturz nicht mehr erholt hat. Also man sagt gut über 40. Und sie war über 4 Jahre hier, also so viel zum Thema. Mach ihr noch ein paar schöne Wochen. Sind viele schöne Wochen geworden. Ja, und diese Tiere sind alle sehr dankbar, dass sie hier ein neues Leben gefunden haben und halt auch eine vernünftige Beschäftigung. Das heißt, man kann mit denen im Prinzip alles machen. Es kommen Kinder zu uns zum Reiten, es kommen Seniorengruppen zum Kutschefahren oder auch einfach mal nur eine Ziege streicheln, wie man das früher gemacht hat, wenn man auf dem Bauernhof gelebt hat, dass man die Tiere fast auf dem Schoß hatte. Ja, wir fahren in Einrichtungen, also wir waren mit Pony, Ziege und Hund auch schon im Altenheim. Wenn die Flure breit genug sind, passt auch der Isländer da durch. Und ja, irgendwie ist das so ein Geben und Nehmen. Die Menschen, die sich keine Tiere leisten können, wollen oder dürfen, manchmal ist das ja so, dass ein Mädchen einen Ponywunsch hat und der darf nicht erfüllt werden, der wird nicht erfüllt, dann können die zu uns kommen. Und dann gibt es begleitetes und geführtes Reiten und Kutschfahrten und Kindergeburtstage. Und der Isländer, was ich eben sagte, im Altenheim, der ist sozusagen unser Therapie-Pony. Ich mache gerade die Ausbildung zur Reittherapeutin noch, passt ganz gut zu meinem eigentlichen Beruf als Ergotherapeutin. Und ja, der Nikür, der ist also Nerven wie Drahtseile, wie man das immer so sagt, und der macht alles mit. Der ist unser Multitalent und die anderen, ja, jeder hat so seine nette Begabung und seine gute Charaktereigenschaft. Manche sind natürlich auch mal frech und haben mal keine Lust, aber alles in allem machen die einen guten Job, um sich mit dem, was die Menschen für die Aktivitäten mit den Tieren bezahlen, um sich damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Also, warum suchen wir eine neue Bleibe? Und zwar sieht man diese wunderschönen Wiesen hier und da hinten auch den Hof, den wir jetzt in all seiner Schönheit nutzen können, wo die Tiere zu Hause haben. Und jetzt ist es so, dass die Eigentümerin uns wegen Eigenbedarf gekündigt hat. Das schon im letzten Jahr, im Dezember. Und ja, jetzt sind wir auf der Suche nach, also der Traum wäre natürlich ein kleiner Resthof, wo alle Tierchen mit hinkommen können, dass keiner ein neues Zuhause suchen muss. Das ist ja das Schicksal, vor dem sie alle bewahrt wurden bis jetzt. Ja, genau. 2 Schweine, 2 Ziegen, 6 Ponys, 2 Pferde. Und dann natürlich das Nonplusultra wäre, wenn es da noch die Wohnmöglichkeit für die Menschen auch geben würde, dass man einfach kurze Wege hat zum Versorgen. Da sind mehrere Tiere, die chronische Erkrankungen haben, die also mehrmals am Tag auch Medikamente brauchen oder bestimmte Bewegungen oder inhalieren müssen wegen der Lunge und solcher Sachen. Und da wäre es natürlich am einfachsten, wenn es kurze Wege gäbe, dass man nicht, also jetzt habe ich auch einen kurzen Weg, ich will nicht klagen, aber dass man wirklich vor Ort ist und auch hört, wenn mal ein Tier vielleicht nachts in Not ist. Das hatten wir mit dem alten Pony schon mal, dass es nachts gestürzt war und hat dann gewiehert. Dann hat man das im Schlafzimmer gehört, ist aufgestanden, hat das Pony
wieder auf die Beine gebracht. Ja, das wäre unser Nonplusultra. Dann gerne in Waldnähe. Ich weiß, das hört sich nach unfassbar hohen Ansprüchen an, aber das ist das, was wir hier auch über die Jahrzehnte, kann man jetzt sagen. Ich bin hier groß geworden in Beuel, was wir auch einfach gewohnt sind und was den Tieren gut tut. Die möchten, wenn wir so Reitaktionen machen, die möchten nicht auf dem Reitplatz unterwegs sein. Wir wollen Strecke geradeaus durch den Wald, manchmal mit den Füßen ein bisschen in die Aller und ja, einfach naturnah eine schöne Zeit haben. Das wäre so unser Wunsch, dass wir einen kleinen Hof, es muss keine Sportanlage sein, wir brauchen keinen Reitplatz und auch keine Boxen, die sollen alle weiterhin in Offenstall und auf der Wiese leben. Aber ja, gerne so, dass ein paar Menschen, die sich außer mir jetzt auch noch mit um die Tiere so gut kümmern, dass die vor Ort mit wohnen könnten. Das wäre unser Nonplusultra, ja.